Zwei Monate nach ihrer Aussöhnung haben der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und Kreml-Chef Wladimir Putin in Istanbul den Bau der Gaspipeline Turkish Stream besiegelt. Die Energieminister beider Länder unterzeichneten am Rande des Weltenergiekongresses ein lange geplantes Regierungsabkommen. Durch die Pipeline soll russisches Erdgas durch das Schwarze Meer und die Türkei bis an die griechische Grenze transportiert werden. Außerdem baut Russland in der Südtürkei ein Atomkraftwerk. Differenzen gibt es weiter beim Thema Syrien. Russland unterstützt den syrischen Präsidenten, dessen Sturz Erdogan fordert. Wir haben über türkische Militäroperationen in Syrien gesprochen und erörtert, wie unsere Zusammenarbeit ausgebaut werden kann. Speziell ging es um Aleppo und welche Strategie wir dort anwenden können, um Frieden in die Region zu bringen. Wir haben die gemeinsame Position, alles für die Lieferung humanitärer Hilfe nach Aleppo zu tun. Fraglich ist, wie für diese Hilfslieferungen die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden können, um Provokationen wie die Bombardierung des Hilfskonvois zu vermeiden. Erdogan und Putin betonten ihren Willen, die Beziehungen nach dem Abschuss eines russischen Kampfjets durch die türkischen Streitkräfte im November wieder völlig zu normalisieren. Die Zusammenarbeit in Syrien soll auf Behördenebene fortgesetzt werden.